Liebe anwesende Freunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen und ich freue mich, dass wir uns heute Max Wolfhügel zuwenden können. Max Wolfhügel gehört zu den Urlehrern, aber eigentümlich, wie Sie sehen werden, gehört er nicht zu denen, die in Stuttgart die anthroposophische Arbeit begründet haben und aus dieser Begründung heraus dann die Waldorfschule begründet haben, sondern er ist ein wirkliches Schicksalsgeschenk für Stuttgart gewesen und darüber werden wir aber noch genaueres erfahren in den nächsten Minuten. Max Wolfhügel wurde am 11. Dezember 1880 in Berlin geboren und er ist hier in Stuttgart am 25. Oktober 1963 gestorben. Also wenn Sie jetzt ganz genau zählen, dann merken Sie, dass er 82 Lebensjahre vollendet hatte und im 83. Lebensjahr verstorben ist. Das ist das Porträt, das am bekanntesten von ihm ist. Und es ist natürlich ein Altersporträt. Und wenn man die Gesichtszüge studiert, dann glaube ich, kann man erkennen, dass da ein sehr reifer Mensch einen anschaut. Ein reifer Mensch, der sehr bewusst ist, der etwas Bescheidenes auch in seiner Physiognomie hat und ich möchte sagen etwas Edles. Ein ganz leises Lächeln spielt um seinen Mund und seine Hände, naja, da sieht man die rechte so ein bisschen im Vordergrund. Im Laufe des Abends werden wir bei einem ganz anderen Menschen noch eine sehr eindrucksvolle Hand erleben, die sehr, sehr eng auch mit dem Schicksal von Max Wolfhügel verbunden ist. Aber ich möchte zunächst damit beginnen, etwas von seinem Lebenslauf zu erzählen. Er ist der älteste Sohn eines Berliner Medizinalrates gewesen. 1880, wie gesagt, geboren und er wuchs heran und er hatte dann noch einen jüngeren Bruder, der 5 Jahre später geboren wurde. Und dieser jüngere Bruder, der hatte das Schicksal, dass er früh gestorben ist. Und das ist für Max Wolfhügel von außerordentlicher Bedeutung gewesen. Und zwar nicht dadurch, dass er so sehr vielleicht persönlich getroffen wäre davon, und doch ist er ganz persönlich davon betroffen und getroffen gewesen, weil nämlich dieser jüngere Bruder ein Ausbund an Fröhlichkeit, Einfallsreichtum, Fantasie gewesen ist. Die Eltern liebten ihn über alles. Und Max Wolfhügel litt unter dem Schmerz, den er bei den Eltern dann erlebte, den Schmerz über den Verlust des Bruders. Das ist etwas, was ich in manchem Lebenslauf so ähnlich darstellen mag, aber wir werden im Verlauf von Max Wolfhügels Leben erleben, dass das eine sehr, sehr prägende Figur für ihn gewesen ist und dass das weit hineingewirkt hat, bis in die Freundschaften, die er geschlossen hat, die Lebensbedingungen, die Lebenspartnerschaften, die er geschlossen hat. Wir werden das sehen, was damit gemeint ist. Max Wolfhügel fand einen Trost in einem Freund, den er zu Hause hatte, und der ihm ein bisschen diese Melancholie, die sich über das Familienleben gelegt hatte, ein bisschen ausglich. Das war ein Schäferhund. Ein Schäferhund, mit dem er in tiefster Zuneigung verbunden war. Ein treuer Freund. Und jetzt muss man sich vorstellen, also Max Wolfhügel selbst, 1880 geboren, 5 Jahre darauf dieser jüngere Bruder geboren, dann nach 4 weiteren Jahren der Bruder gestorben, also als Max Wolfhügel 9 Jahre alt war. Für die Entwicklung eines Kindes ein sehr bedeutendes Alter. Der Zeitpunkt,
wo Kinder mit Wachheit, mit größerer Wachheit und Aufmerksamkeit der Welt gegenüberstehen, wo eine typische Frage von Kindern in diesem Alter ist an die Eltern: Seid ihr eigentlich meine Eltern? Seid ihr dessen ganz gewiss? Oder könnte da vielleicht in moderneren Zeiten, wo die Kinder zumeist niederkommen in einem Krankenhaus, dann gefragt wird, ob sie vielleicht auf der Geburtsstation vertauscht worden seien? Also ein merkwürdiger Augenblick in der Entwicklung des Kindes, der geprägt ist einerseits von einer größeren Wachheit und Selbstständigkeit der Umwelt gegenüber und auf der anderen Seite von einer gewissen Distanziertheit. Es geht eine eigentlich in der frühen Kindheit vorhandene urtümliche Vertrautheit. Davon geht etwas verloren und an die Stelle tritt eine innere Zurückgezogenheit. Und in diesem Augenblick trifft ihn dieser Tod des jüngeren Bruders und diese Trauer, die sich über die Familienverhältnisse legt. Der Vater erhält wenig später einen Ruf nach Göttingen. Er wird dort Professor für Hygiene. Und Max Wollfügel besucht das humanistische Gymnasium in Göttingen. Er ist kein guter Schüler. Er fühlt sich in der Schule nicht wohl, sondern der Duktus dieses humanistischen Gymnasiums fällt ihm sehr schwer. Denn dieses humanistische Gymnasium ist ganz und gar unkünstlerisch. Und er leidet unter der kalten Intellektualität, die er so empfindet, in dieser Schule. Es ist bezeichnend, dass er mit 20 Jahren das Abitur macht, also 1900. Und 1900 ist gerade wenige Monate vorher wiederum ein Schicksalsschlag in die Familie hereingekommen. Das war der Tod des Vaters. Und Max Wollfügel war insofern davon wiederum betroffen und darüber betrübt, weil er so gerne dem Vater gezeigt hätte das erfolgreiche Abitur, das er nur mit Mühen abgelegt hat. Aber es wäre sozusagen eine gewisse Festigkeit gewesen, eine gewisse Sicherheit, ein sich bewährt haben gegenüber Anforderungen der Außenwelt, die ihm dem Vater gegenüber ein sicheres Verhältnis gegeben hätten. Er lebt also allein mit der Mutter, die Mutter lebt allein mit ihm und die Mutter unternimmt nach dem Abitur mit ihm eine Reise, die äußerste Konsequenzen, Folgen haben sollte. Sie reist nämlich mit ihm in die Schweiz. Sie selbst, die Mutter, stammte aus dem nördlichen Rheinufer einer kleinen Stadt, die zu einer Hälfte am Südufer, nämlich in der Schweiz, lag. Auch ihr Vater war geborener Schweizer, ihre Mutter geborene Deutsche. Und die Mutter reist mit Max eben in die Schweiz und trifft in Lugano eine andere Familie. Eine Familie, die eine Tochter hat. Und mit dieser Tochter, die 4 Jahre jünger ist als er, die 1884 geboren wurde, diese Tochter, die also damals 16 Jahre alt ist, noch quasi im Mädchenalter, mit der ergibt sich eine Freundschaft. Und von dieser Tochter kann ich Ihnen zunächst auch nur ein Altersbildnis zeigen. Und zwar ein Altersbildnis, wo eben Anna Abeck, wie sie mit Geburtsnamen heißt, wo Anna Abeck als Anna Wollfügel schon schwer krank war. Wir werden von dieser Krankheit noch erfahren. Und aber mit einem eigentümlichen Charakter uns begegnet. Er ist sehr, sehr unterschiedlich zu dem von Max Wollfügel.
Nicht? Wir erinnern dieses schmale, edle, zarte Gesicht. Und hier schaut uns jemand an, der, ich möchte das mit einem Nusscharakter bezeichnen. Also etwas sehr in sich gefestigtes, willensstarkes, charaktervolles hat. Schauen Sie sich mal das Kinn an. Und obwohl sie auch schon sehr alt ist, sie wird viel älter werden, als Max Wolfenbüttel geworden ist, sieht man da einen sehr kräftigen Haarwuchs. Vielleicht wird Ihnen das helfen, sie später auf einem jüngeren Bildnis zu entdecken. Also, Max Wolfhügel und Anna Abeck lernen sich kennen. Und dann zieht die Mutter aus Göttingen fort mit Max Wolfhügel nach München. Und dort in München beginnt etwas, was Max Wolfhügel später bezeichnet als ein siebenjähriges gründliches Studium der Malerei. Ein grundlegendes Studium. Er hat zunächst 3 Jahre in einer sehr bekannten, renommierten privaten Kunstschule studiert, insbesondere auf dem Gebiet des Zeichnens. Und dann hat er sich in allen Himmelsrichtungen weitergebildet. Bei Mackensen studiert, er war in Worpswede, hat die großen Worpsweder Künstler kennengelernt, hat mit ihnen gearbeitet. Er ist sehr, sehr gründlich ausgebildet worden und er hat alle eigentlich künstlerischen Strömungen seiner Zeit auch gründlich kennengelernt. Er hat dann sein Kunststudium nach eben einer weiten Orientierung in ganz Mitteleuropa und auch Westeuropa, also nach dieser gründlichen Orientierung, hat er sich wieder nach München gewendet. Und die Bekanntschaft mit Anna Abeck hat sich vertieft und verfestigt. Und tatsächlich war es so, dass er 1907, also als er 27 Jahre alt war, Anna Abeck 23 Jahre alt war, haben sie geheiratet und ihren Wohnsitz genommen in München. Und jetzt kommt etwas sehr Typisches für Max Wolfhügel. Es ist seine Frau, Anna Abeck, die ihn dazu bewegt, einen Vortrag Rudolf Steiners sich anzuhören. Und so begegnet Max Wolfhügel der Anthroposophie und Rudolf Steiner. Und er hat später berichtet von diesem Erlebnis, das ein Jahr nach der Heirat gewesen ist, und berichtet von diesem Vortrag Rudolf Steiners. Die Erscheinung und die Ausführungen des Vortragenden machten einen außerordentlich starken, jedoch mehr erregenden als befriedigend aufmunternden Eindruck auf mich. Unglaublich sprechend für Max Wolfhügel. Also er besucht diesen Vortrag und er sagt, ich fasse es ein bisschen zusammen, es war wahnsinnig aufregend. Und dann fügt er aber ein Aber hinzu. Und erinnern Sie sich bitte an das Porträt vom Anfang. Das Aber besteht darin, jedoch, er leitet es ja auch mit jedoch ein, jedoch mehr erregenden als befriedigend aufmunternden Eindruck. Also ganz offensichtlich hätte er das befriedigend Aufmunternde stärker geschätzt. So im Rückblick. Also wir sehen diesen feinen Menschen, seine Physiognomie. Wir sehen die Physiognomie seiner Frau, die so viel erdenfester wirkt als er. Und die ihn sozusagen an der Hand nimmt und dahin bringt. Und dem folgt dann etwas, diesem Eindruck. Er setzt in der Beschreibung des ersten Erlebnisses fort, der Impuls, der von der Persönlichkeit Rudolf Steiners ausströmte,
enthielt eine so zur eigenen Besinnung aufrufende höhere Einsicht, dass eine geradezu schöpferische Unruhe in mich einzog. Also jetzt beginnt sich das zu wenden. Dieses erste jedoch, es war erregend, statt befriedigend aufmunternd. Und dann aber setzt sich das fort, die eigene Besinnung aufrufend zu höherer Einsicht, die eine geradezu schöpferische Unruhe in mich aufruf. Und was könnte ein Künstler mehr schätzen als die Begegnung mit Menschen, die eine schöpferische Unruhe auslösen? Also, das Erlebnis wird ermöglicht durch Anna Wollfügel, die ihn dorthin bringt und wo er bald sagen wird, dass sie ihn zu dem entscheidenden Erlebnis seines Lebens geführt habe. Er beginnt darauf eine intensive Auseinandersetzung mit der Geisteswissenschaft. Er kommt in einen Kreis, es sind meistens künstlerisch orientierte Menschen, in einen Arbeitskreis, wo intensivst anthroposophisch gearbeitet wird. Und es sind die Vorträge über das Johannesevangelium, die Rudolf Steiner in Hamburg gehalten hatte, die das Thema sind dieses Arbeitskreises und wo er seinen entscheidenden Entschluss fasst, sich mit dieser Geistesströmung zu verbinden. Ich habe hier nochmal dasselbe Foto, aber in einem vergrößerten Detail. Also da sehen wir Anna Wollfügels Antlitz noch etwas deutlicher. Es ist um den Mund ein gewisser ähnlicher Zug, wie er bei Max Wollfügel zu beobachten war. Freundlich, aber nicht zu. Also nicht irgendwie in ein Lachen. Nicht? Welches Porträt sieht man heute von einem Menschen oder einer Gruppe, ohne dass alle ihr Blendax-Lächeln zeigen? Das geschieht da nicht. Also der Mensch ist viel stärker bei sich, ruht in sich, dringt nicht so in die Außenwelt, aber auf der anderen Seite hält er sich auch nicht so zurück, dass er sich verbergen würde vor seiner Umwelt. Und wir sehen auch diese Augen, die tief sind, Augen, die von Erlebnissen zeugen, Augen, die in die Welt mit dieser Aufmerksamkeit zeugen, blicken, die aber nicht irgendwie sozusagen ein Hingerissensein in die Umgebung ausdrücken, aber mit starker Kraft. Und nun stellt Max Wollfügel etwas fest, was eine erstaunliche Entdeckung ist und ein erstaunliches Bekenntnis. Nämlich, dass in diesem Augenblick, wo sich Wollfügel mit der Anthroposophie verbindet und wo er 1911 dann in die Anthroposophische Gesellschaft eintritt in München, also die Anthroposophische Gesellschaft, die sich gerade als Anthroposophische Gesellschaft begründet und nicht mehr sozusagen als eine Untergruppe der Theosophischen Gesellschaft, in diese Gesellschaft tritt er ein. Und davon sagt er dann, der hoffnungs- und aussichtsvoll anhebende künstlerische Aufstieg in der Öffentlichkeit erhielt damit seine erste Erschütterung. Das ist auch sehr typisch Max Wollfügel, sehr edel ausgedrückt. Also etwas weniger edel würde das lauten, er war erfolgreich, er konnte Bilder verkaufen. Er konnte ausstellen. Und jetzt stellt er etwas fest, was Rudolf Steiner ja in seiner Weise auch erlebt hat. In dem Augenblick, wo Steiner Anthroposoph wurde, beziehungsweise damals in der Theosophischen Gesellschaft eine Funktion übernahm als Generalsekretär, in dem Augenblick waren meine Kontakte zu meiner etablierten Umgebung abgebrochen. Man ignorierte mich.
Und Max Wollfügel erlebt der hoffnungs- und aussichtsvoll anhebende künstlerische Aufstieg in der Öffentlichkeit, erhielt damit seine erste Erschütterung. Also damit hatte er ein Stigma, er war Anthroposoph geworden. Und das hat ihn aber nicht weiter bekümmert, weil er in dieser Zeit in München ganz entscheidende Erlebnisse hatte, Erlebnisse, um die ihn Generationen späterer Anthroposophen beneidet haben. Er erlebte nämlich die Mysteriendramen Rudolf Steiners, die Uraufführung, unmittelbar, als Mitglied dieser Gesellschaft hatte er da Zutritt. Und da schaut er eine Szene bei dem ersten Mysteriendrama, das wie ein Motto über seinem Leben stehen kann. Es ist das Gespräch, was der Geisteswissenschaftler mit dem Naturwissenschaftler hat, im Beisein des Malers Johannes Thomasius, dessen Werk auf der Staffelei steht, und den Geisteswissenschaftler Capesius darstellt. Und Strader, Dr. Strader, ist bis in die Fußspitzen erschüttert davon, was er da sieht. Nämlich, er begegnet Capesius auf der Leinwand, aber als ein Farbenspiel, als etwas, was nur in der Fläche dargestellt ist, was gar nicht irgendwie langen Bestand haben kann, sondern vergänglich. Und dieses Farbenspiel ist so, dass es nicht etwas Fixiertes hat, wie es meinetwegen eine Fotografie hat oder etwas Ähnliches, sondern dieses Farbenspiel dieses Porträts von Capesius ist so, dass diese Farben miteinander beginnen, sich zu bewegen, zu spielen, zu sprechen. Und Strader erlebt, ich sehe ja hier von Capesius mehr, als ich gewöhnlich an ihm sehe. Und der steht neben ihm, dieser Capesius. Also ich kann Capesius anschauen, sein Antlitz, aber dieses Bild verrät mir sehr viel mehr von ihm. Und das führt zu einem Ausspruch. Er sagt, die Leinwand, ich möchte sie durchstoßen, zu finden, was ich suchen soll. Rudolf Steiners Dichtung. Die Leinwand, ich möchte sie durchstoßen. Also ich sehe dieses Bild kündet mir von etwas, was ich als Naturwissenschaftler so gar nicht als eine äußerlich zu beschreibende Tatsache festhalten kann. Aber es erregt etwas in mir an Wesensbegegnung, wo ich wissen möchte, was verbirgt sich hinter diesem Farbenzauber? Ich möchte die Leinwand durchstoßen, weil ich diesem Wesen von Capesius eben begegnen möchte. Und das kann ich gewöhnlich im Leben so gar nicht. Der ist mir nicht voll fassbar, der ist nicht für mich voll begreifbar. Also ich möchte durch die Leinwand hindurch, eigentlich sagt er damit, ich möchte zu dem Wesen hin. Zu finden, was ich suchen soll. Also Steiner hat nicht gedichtet, zu finden, was ich finden will, sondern statt des Will kommt ein Soll, es ist ein Auftrag. Wie kann das ein Auftrag sein? Man könnte sagen, ein Auftrag zur Menschenbegegnung, nämlich der wesenhaften Menschenbegegnung, die etwas erfasst von dem Gegenüber, die nicht nur bürgerlich etikettös ist, wie man sich benimmt, wenn man jemanden von welchem Stand auch immer begegnet, sondern Erfassen des anderen, eine echte Wesensbegegnung, eine Kommunikation, die zur Kommunion wird, dürfte man sagen. Das erfasst Strader mit diesen Worten als Auftrag des Menschseins.
ein Bewusstsein von dem zu entwickeln, was ihm im anderen Menschen begegnet. Und jetzt ist er unfassbar, also einmal, weil er intelligent ist und auch intellektuell und weil er begreifen möchte, aber dass das, was er als einen heimlichen Wunsch in sich trägt, dass ihm das jetzt durch das Werk eines Künstlers, wer nimmt schon einen Künstler ganz ernst? Und dann noch, wenn er Johannes Thomasius heißt und irgendwie vielleicht so ein bisschen künstlerisch bewegt aussieht, also vielleicht hängt das mit irgendwie einem kecken Halstuch zusammen oder irgendwie einer flott geschnittenen Weste oder irgendetwas Originellem. Also was ist da schon einem solch gestandenen Menschen gleichwertig, gleichgewichtig? Und das führt bei Strada zu einer schweren Erschütterung und bei Max Wollfügel zu einer Aufgabe, von der er sich als Maler natürlich angesprochen fühlt. Johannes Thomasius hat solch ein Bild schaffen können, dass das Wesen eines Menschen zum Ausdruck bringt, nur durch Farben. Die Leinwand, ich möchte sie durchstoßen, zu finden, was ich suchen soll. Das wird Max Wollfügel zur Lebensaufgabe als Künstler. Die vergisst er bis zu seinem Lebensende nie. Und sie wird ergänzt durch ein anderes Motto. Es gibt ein zweites Motto. Das ist aber nicht so prominent, sozusagen, dieses zweite Motto. Das hat er auch in dem Kreis vertrauter Menschen bekannt. Aber das ist nicht so allgemein deutlich geworden. Und zwar das Wort, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist die luthersche Übersetzung aus dem ersten Buch Moses, wo Jakob zu seinem Bruder Esau, den er betrogen hat um sein Erbe, betrogen hat um den Segen seines Vaters, wo Jakob zurück möchte, um mit Esau Frieden zu schließen. Und Esau aber den Boten gegenüber, die Jakob schickt, keine Neigung zu erkennen gibt, dass er mit Jakob sich versöhnen will. Und dann kommt es an einem Fluss, an einer Flussfurt nächtlich zu einer Begegnung mit einem Wesen, mit dem er ringt. Und dieser Kampf geht die ganze Nacht hindurch bis in die Morgenröte. Und der da mit ihm kämpft, der bedeutet ihm, er möge jetzt nachlassen in dem Kampf, denn es zöge schon die Morgenröte auf. Es ist also ein Wesen der nächtlichen Stunde, kann man sagen. Und Jakob lässt aber nicht los. Sein Gegner rührt an seiner Hüfte, renkt sie aus, sodass Jakob zu lahmen beginnt und den Kampf nicht fortführen kann. Und der Gegner sagt noch einmal, jetzt löse dich von mir. Und dann spricht Jakob diese Worte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er erhält diesen Segen. Und dieses geistige Wesen sagt ihm, von nun an sei sein Name nicht mehr Jakob, sondern Israel. Das heißt, er bekommt einen Namen, der sozusagen das ganze Volk umgreift. Er ist nicht mehr nur ein Mensch, der in seinen persönlichen Eigenschaften angesprochen wird, sondern ein Mensch, der mit dem in Verbindung steht und für sie steht, mit denen er in Verbindung steht. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er erhält den Segen.
Er begegnet dann Esau. Und Esau begegnet ihm freundlich. Esau gehört ja zu diesem größeren Zusammenhang, eben Israel, dem Volk Israel. Und dieses Ringen mit dem Engel hat ermöglicht, dass diese Versöhnung geschehen konnte. Also wir können uns sagen, das ist etwas, was den Künstler Max Wollfügel begleitet in seinem ganzen Künstlerstreben, dieses Durchstoßen der Leinwand und auf der anderen Seite das, was auf die Willensseite blickt, ich lasse nicht los, es sei denn, ich erfülle meine Aufgabe. Sie haben dann Max und Anna Wollfügel diese Mysteriendramen gesehen und jetzt hatte München aber eine noch größere Bedeutung. Und zwar sowohl für sein Leben, das Leben seiner Frau, als auch das Leben hier in Stuttgart. Er ist nämlich zwei Freunden begegnet. Dem etwas jüngeren Hans Strauß, auch ein Maler, Künstler, Plastizierer. Und einen Menschen, den er zum ersten Mal gesehen hat, in dem anthroposophischen Versammlungsraum. Und da saß er in einer Prachtuniform eines bayerischen Garderegiments. Fritz Graf von Bodmer. Diese drei treffen sich in München als Anthroposophen. Hans Strauß ist derjenige, obwohl jünger, der allwöchentlich an der Tür steht des Versammlungsraumes und dort Wache hält. Hans Strauß gehört auch zu denen, als Rudolf Steiner allmählich von gegnerischen politischen Gruppen bedroht wird, der den Schutz übernimmt für ihn. Vor allen Dingen, wenn Rudolf Steiner in München ist. Und dann kommt das Jahr 1914, der Goetheanum-Bau macht große Fortschritte. Rudolf Steiner ist in großer Sorge um den Baufortschritt, weil er erahnt, er weiß, dass das Gewitter, das über Europa hereinzieht, dass sich das entladen könnte. Und er setzt alle Hebel in Bewegung, um den Bau so weit fertig zu bekommen, dass eine Unterbrechung der Bautätigkeit keinen Schaden verursachen würde. Und deshalb gibt Rudolf Steiner einen Aufruf heraus, eine Aufforderung an alle Künstler, die sich das einrichten können, ans Goetheanum zu kommen und an der Verwirklichung des Goetheanums mitzuwirken. Wir sehen zunächst ein Bild aus der Zeit, wo Max Wollfügel noch die Gunst der Öffentlichkeit erreichen konnte. Entschuldigen Sie meine Worte, die vielleicht nicht ganz passend sind. Ein ganz leichtes, schönes, harmloses Bild. Ganz im Stile seiner Zeit. Das hätte in Worpswede gemalt werden können, das hätte anderswo gemalt werden können, in Bayern an einem der großen Seen. Also ein Bild, das nicht irgendetwas weiter sozusagen anstellt oder fordert. Das soll aber beileibe nicht despektierlich klingen, sondern das versucht nur hinzudeuten darauf, wie dieses Bild geartet ist, weil das nächste Bild wird Sie ein bisschen überraschen. Weniger die vorhin an dem großartigen Vortrag von Marc Bendelli teilgenommen haben, über die Entwicklung der Musikgeschichte von Bach bis Debussy hin. Denn da hat Marco Bendelli auch über Beethoven gesprochen und er hat davon erzählt, welches Unbehagen Goethe erfasste, als Goethe Beethovensche Klänge
Er lauschte in Bonn. Und dieses nächste Bild, das ist auch Max Wolfhügel. Also Sie haben eben noch diese liebliche Badelandschaft gesehen. Und jetzt hier Beethoven. Ich wäre so froh, wenn Marco Bendelli gerade da wäre, weil er nämlich gerade über das gesprochen hat. Sehen Sie die Handbewegung? Also Marco Bendelli hat darüber gesprochen, dass bei Beethoven nichts mehr einfach im Fluss lief und nichts mehr sozusagen an Dissonanzen so einbaute, dass sie sich irgendwann oder sehr bald versöhnten und miteinander vertrugen, sondern dass es bei Beethoven hinaufgehen konnte und hinunter. Und dass Max Wolfhügel just dieses in diesem frühen Bild, ungefähr 1920, das ist das Jahr, so viel darf man ja schon verraten, in dem er dann Waldorflehrer wurde. Aber da dieses Bild geschaffen hat, ist enorm. Und jetzt zu dem Bild gehört noch, es ist die Fotografie eines Bildes. Es ist nicht einfach von Max und über Max Wolfhügel Bildmaterial zu beschaffen. Deshalb, wir, Sie und ich müssen uns begnügen mit dem, was mir erreichbar war. Aber jedenfalls gibt es uns Auskunft darüber, wie dieser Max Wolfhügel, das Neumitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, der Zuschauer der Mysteriendramen, der so bis ins Mark berührt wird von diesen Worten, wie Bilder etwas erfassen können an Wirklichkeit, was sie berühren können. Und nun brechen er mit seiner Frau nach Dornach auf, folgend dem Aufruf Rudolf Steiners. Und dort arbeiten sie beide gemeinsam an den Kapitälen des ersten Goetheanums. Und nun haben wir Glück, dass es davon ein sehr schönes Bild gibt. Jetzt könnten wir uns einbilden, dass da sogar Max Wolfhügel und Hans Strauß stehen. Also sie haben nämlich die Aufgabe bekommen, an dem Saturnkapitel zu schnitzen. Und jetzt sieht man da ja drei Herren, nicht wahr? Also zwei davon könnten die beiden sein. Auf jeden Fall sehen wir die Atmosphäre dort, wo die Künstler sich versammelten, um an diesem Goetheanum zu arbeiten. Und wir müssen uns vorstellen, dass Rudolf Steiner jeden Tag kam, Max Wolfhügel hat darüber Tagebuch geführt und minutiös eingetragen, zu welcher Uhrzeit Rudolf Steiner kam und dass der da mitgemeißelt habe und ihnen seien schon die Kräfte erlahmt, sie seien nicht mitgekommen so schnell, die erprobten Künstler. Steiner sei so wahnsinnig geschickt gewesen. Und dann hätte er sich entfernt, Mittagspause, aber nach 30 Minuten sei er wieder da gewesen, hätte in demselben Tempo weitergemacht. Also sie haben mit größter Mühe dem folgen können, wobei Max Wolfhügel dann ergänzte, nach ein paar Tagen wurden wir geschickter und kamen auch in dem Tempo mit. Und dann ist es ja gewesen, dass noch im selben Jahr 1914 der Krieg ausbrach. Also es trat wirklich ein. Und dann haben Max Wolfhügel und Hans Strauß sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Also wir können uns klar machen, 1880 geboren, bei Kriegsausbruch 34 Jahre, Max Wolfhügel. Hans Strauß, ein bisschen jünger, melden sich beide freiwillig als Sanitäter. Und sie bleiben sämtliche Kriegsjahre hindurch immer zusammen. Zunächst arbeiten sie gemeinsam im Lazarett, Pflege der Verwundeten, und dann kommen sie in den Operationssaal. Das heißt, sie müssen sich sehr bewährt haben bei dieser Tätigkeit, bei der Pflege der Verletzten. Soldaten. Und es gibt etwas, was ihn dabei
eine große Unterstützung gewesen ist. Es gibt einen Vortragskurs, der nicht in der Gesamtausgabe in der Urform veröffentlicht ist, sondern der in einem Heft der Beiträge zur Gesamtausgabe, aber vor vielen, vielen Jahren einmal ausführlich dargestellt worden ist. Das ist der sogenannte Samariterkurs. Denn als der Krieg ausbrach, bat eine Mannheimer Anthroposophin Rudolf Steiner um Hilfe. Sie hatte als die Tochter eines reichen Unternehmers, sie hatte Räume zur Verfügung gestellt bekommen, in dem sie ein Lazarett einrichten konnte. Und jetzt bat sie Rudolf Steiner um Hilfe, weil sie erlebte, das ist nicht so einfach, einem Verwundeten zu begegnen, seinen Schmerzen zu begegnen, mit der eigenen Hilflosigkeit fertig zu werden, dass man helfen möchte, aber weiß, dass die Möglichkeiten, die eigenen Möglichkeiten begrenzt sind. Und Rudolf Steiner hat dann tatsächlich eine Reihe von Sprüchen gegeben, Sprüche, welche die Sanitäter in Stand versetzen sollten, dass sie sozusagen diese inneren Kräfte aufbringen konnten, dem Leid standzuhalten, sich gewachsen zu zeigen, das Verwundungsgeschehen zu ertragen und imstande zu sein, zu helfen. Die Besonnenheit zu entwickeln, Besonnenheit als ein Gleichgewicht des inneren Lebens, um dieser Tätigkeit gewachsen zu sein. Und es gibt einen Spruch, den ich Ihnen gerne sprechen möchte, der sehr, sehr, sehr viel wiederum von der Wesensart Max Wolfhügels aussagt. Solang du den Schmerz erfühlest, der mich meidet, ist Christus unerkannt, im Weltenwesen wirkend. Also ich lese es noch einmal. Solang du den Schmerz erfühlest, der mich meidet, ist Christus unerkannt, im Weltenwesen wirkend. Wer spricht? Wer ist das Gegenüber? Stellen wir uns den Sanitäter vor, den Pfleger, der vor dem Verletzten steht. Solang du, der Verletzte, den Schmerz erfühlest, der mich, den Gesunden, meidet, ist Christus unerkannt, im Weltenwesen wirkend. Denn schwach nur bleibet der Geist, wenn er allein im eigenen Leibe des Leides fühlens mächtig ist. Schwach nur bleibet der Geist, wenn er allein im eigenen Leibe des Leides fühlens mächtig ist. Also der Sanitäter, der vor den Verletzten tritt und der sich klar macht, dass er von dem Erfühlen seines eigenen Schmerzes loskommen muss, der ja bloß ein seelischer Schmerz ist und nicht den Schmerz erfährt, der einen bis in das Physische hinein Verwundeten erreicht. Und der Sanitäter sich also aufrufen kann dadurch dazu, in der Überwindung des eigenen, der eigenen Betroffenheit den Weg hinzufinden zum anderen Menschen und dadurch eine Christuswesenheit oder Christuskraft hereinzurufen. Dieser Spruch ist für diejenigen, die mit ihm gearbeitet haben und im Ersten Weltkrieg tätig waren, von ungeheurer, kräftigender Wirkung gewesen. Und Max Wolfhügel gehörte zu ihnen, wie auch Hans Strauß. Und das erlaubt vielleicht einen Blick wiederum auf dieses Verhältnis zu werfen. Max Wolfhügel, der Älteste von zweien, nicht ungeliebt, das kann man nicht sagen,
Aber in dem Augenblick, wo der jüngere, so besonders geliebte Bruder stirbt, sozusagen ein bisschen in die Wahrnehmungslosigkeit gerückt, Trost suchen bei seiner Freundschaft mit dem Hund. Und Hans Strauß, der jüngste von mehreren Geschwistern, der sich weniger geliebt fühlt als die älteren Geschwister, die eindeutig vorgezogen werden. Ältere Geschwister, die üben müssen, was sie nicht mögen, nämlich zum Beispiel ein Musikinstrument zu erlernen, und Hans, der das nicht darf, was die älteren Geschwister nicht wollen. Also jemand, der wirklich schlechter behandelt wird. Aber der in seiner Physiognomie etwas sehr, sehr Starkes zeigt, etwas Charakterfestes zeigt. Also wiederum der zarte, schmale, empfindsame Max Wolfhügel findet einen Freund, und Hans Strauß war einer seiner allerengsten Freunde, mit denen er zusammen ist, deren Gesellschaft er sucht und findet. Und dass diese beiden nicht auseinandergerissen worden sind über 4 lange Kriegsjahre, ist doch beinahe unglaublich. Es hat sich der Umgebung mitgeteilt, dass man die nicht auseinanderreißen darf, dass die zusammengehören. Und sie waren zusammen tüchtig. Es gibt ja auch Vergesellschaftungen, die dafür sorgen, dass sie weniger tüchtig werden. Aber bei den beiden war es anders. Also er sucht sich als einen Freund jemanden, der sozusagen das komplementäre Kindheitsschicksal erfahren hat und der aber stark da durchgegangen ist. Er hatte seine Frau gefunden, die ihn auf den Weg gebracht hat, von dem er erlebte, das ist mein Weg und dem fühle ich mich verpflichtet. Er ist dann 1918 im Herbst, im November, zurückgekommen aus dem Krieg. Er war in einem jämmerlichen gesundheitlichen Zustand. Er hatte die letzte Zeit in russischer Gefangenschaft verbracht. Er war nach Hause gekommen, und nach Hause war jetzt Freiburg. Seine Frau war mit den Kindern nach Freiburg gezogen. Und dorthin kehrte er zurück. Und Rudolf Steiner hatte Anna Wolfhügel eine Aufgabe angetragen. In Freiburg war nämlich der Zweigleiter der Anthroposophischen Gesellschaft jüngst verstorben. Und er hat Anna Wolfhügel gebeten, diese Arbeit zu übernehmen mit ihrem Mann. Der kam gerade zurück, sodass sie dann gemeinsam diese Arbeit beginnen konnten. Aber Anna Wolfhügel schilderte das, er war in einem so desperaten gesundheitlichen Zustand, dass er allmählich überhaupt erst wieder zu Kräften kommen konnte. Er fühlte sich überhaupt nicht imstande, künstlerisch zu arbeiten. Hat das überhaupt gar nicht versucht. Aber auf der anderen Seite hat er auch nicht einfach sozusagen sich dann eben der bodenlosen Trauer und dem Nichtstun hingegeben, sondern er hat sich entschlossen, eine Schreinerlehre zu machen. Also als Schreiner ist man ganz bestimmt ein bisschen geerdeter als Maler, der Leinwände durchstoßen kann. Also das lasse ich mal so als unvorsichtige These stehen. Jedenfalls, er hat das getan. Und er war darin erfolgreich. Er hat diese Lehre erfolgreich gemacht. Und dann erwähnt er, dass er einen Durchbruch gehabt habe in Freiburg. Und das war in dem Augenblick, erst als ich mich für die Eurythmie einsetzte, gelang der Durchbruch. Seltsam, nicht? Was mag das gewesen sein? Wieder Anna Wolfhügel,
Anna Wollfügel hatte sich für die Eurythmie schon eingesetzt und hatte sogar dafür gesorgt, dass aus Dornach eine sehr, sehr tüchtige Eurythmistin nach Freiburg gekommen ist, die wiederum ein Geschenk der Welt an Stuttgart geworden ist, Alice Fels. Denn Alice Fels unterrichtete in Freiburg in Eurythmie und spielte dabei eine ganz besondere Rolle im Hause Wollfügel. Und jetzt kommen zwei ganz kostbare Bilder. Das ist im Hause Wollfügel und sind zwei Eurythmie-Schülerinnen von Alice Fels. Links Julia Wollfügel, rechts haben Sie erkannt, nicht wahr? Das ist ein Kind, das in den 30er Jahren bescheinigt bekam, eine reinrassige Arierin zu sein und damit keine Probleme bekam, als sie dann später Alice Fels in Stuttgart ablöste als Leiterin der Eurythmie-Schule. Das ist Else Klink. Else Klink, die 1917 nach Freiburg gekommen war, durch ihren Vater, den Kolonialbeamten des Deutschen Reiches, und der das Kind untergebracht hatte bei einem Arzt, einer Arztfamilie, und dort aber Else Klink nicht weiter bleiben konnte, weil der Vater, also dieser Arzt, starb und dann in Freiburg gesucht wurde nach einer Möglichkeit, wo man das Kind unterbringen könnte. Und so kam Else Klink in die Familie Wollfügel, weil Anna Wollfügel sich dazu bereit fand. Und dann gibt es noch ein köstliches Bild. Das ist leider von der Qualität, Bildqualität her, ein bisschen problematisch. Also, Max Wollfügel hatte drei Kinder. Und es ist unschwer zu sehen, dass das das Jüngste war, das Dritte. Und Else Klink also mit großer Freude und sich hineingefunden hat, mit einer großen Offenheit, Positivität und einem sich dort willkommen fühlen, eingefunden hat und in der Familie gelebt hat. Und zu dieser Zeit, also 1918, Übergang 1919, war das Leben in einem solchen Zweig natürlich nicht einfach. Und Anna Wollfügel hat sich dann an Rudolf Steiner direkt gewendet. Das war ja nicht so schwierig für sie. Sie hatte ihn schon in München persönlich kennengelernt, mit ihrem Mann zusammen. Dann hatten sie am Goetheanum mitgearbeitet. Also Rudolf Steiner wusste, das sind bewährte, tatkräftige Menschen. Anna Wollfügel bat um Hilfe, die Freiburger Arbeit sozusagen neu zu impulsieren und zu stärken. Und daraufhin schickte Rudolf Steiner eine Eurythmistin, eben Alice Fels. Und Alice Fels begann dort Kurse zu geben in Freiburg und vor allen Dingen unterrichtete sie bereits Else Klink, die sich später, als sie die Eurythmie-Schule hier in Stuttgart leitete, später auch als Studentin unterrichten sollte. Was für ein merkwürdiger Knoten, nicht, der sich da schürzt, wie Menschen Lebensläufe zusammenkommen. Aber das steigert sich noch, weil diese Bitte um Hilfe nicht nur darin bestand, dass eben Alice Fels geschickt wurde, sondern Rudolf Steiner sagte auch einen Vortrag zu, den er in Freiburg halten würde. Und so kam es, dass Rudolf Steiner am 18. und 19. August 1919 nach Freiburg kam. Das ist jetzt nicht eine Marotte mit sozusagen gespitztem Bleistift, möglichst genaue Details darzustellen, sondern es obliegt nur der Verpflichtung, das nachzuweisen, worüber man spricht. Denn das Eigenartige ist, was das für ein Termin war. Das war der Termin,
Rudolf Steiner gerade einen Vortragszyklus in Dornach am Goetheanum beendet hatte. Und dieser Vortragszyklus, der trug den Titel Die Erziehungsfrage als soziale Frage. Und Rudolf Steiner war auf dem Wege nach Stuttgart, um diese Schule zu gründen, um die Erziehungsfrage zu lösen. Und er wollte offenbar nicht Dornach verlassen für längere Zeit, denn er hat sich dann monatelang hier in Stuttgart aufgehalten. Er wollte offenbar nicht Dornach verlassen, ohne den Dornacher Mitgliedern zu erklären, zu sagen, wofür er jetzt nach Stuttgart führe. Und er hat dann eine Vortragsreihe gehalten, in der er dargestellt hat, wie Erziehung dazu beitragen kann, dass der Mensch sozialfähig wird. Aber nicht so abstrakt, wie das gerade geklungen hat, sondern indem er dargestellt hat, wie jede einzelne Erziehungsepoche, also die frühe Kindheit, die mittlere Kindheit, die erste Jugend, wie da ganz bestimmte Erziehungsaufgaben vorliegen. Und wenn diese Erziehungsaufgaben erfüllt werden, dass sie dann zu ganz untergründigen, sozialfähigen Fähigkeiten, Eigenschaften werden, die den Menschen sowohl in die Lage versetzen, solidarisch Anteil zu nehmen, bis in die physische Existenz hinein, an dem Wohlergehen des Mitmenschen, als auch eine wirkliche Gerechtigkeit wirken zu lassen, anderen Menschen gerecht zu werden und das bis in die Rechtsprechung hinein, in die Gestaltung der Rechtsverhältnisse zu verwirklichen. Das könne man nämlich nur, wenn in der mittleren Kindheit ein Kind erlebt habe, Autorität in einem anderen Menschen. Aber Autorität nicht als eine Rohrstockautorität gemeint, sondern Autorität, du bist ein wirklicher Mensch. Du bist auf dem Wege zu dem, was wir gerne hinter der Leinwand noch entdecken würden. Und wenn man das entdecken kann als Kind, wenn man das erfahren kann an einem Erzieher, dann hat man etwas von diesem Durchstoßen der Leinwand schon erfahren. Dann ist nämlich der Erzieher nicht eine Respektsperson, eine Amtsperson gewesen, sondern er ist ein Mensch gewesen, den man als Kind geschaut hat, wie ein Kind einen Menschen eben schauen kann, tief bis in die Empfindung hinein. Und das kann man als eine Kraft ins Leben mitnehmen, die einem später erleichtert, in dem anderen Menschen eben den Mitmenschen, den auch Menschen, das Du, das Ich-Du zu finden. Und ihm dadurch gerecht zu werden. Also Recht auf einer ganz anderen Ebene verstanden, als das gewöhnliche, eine gewöhnliche Paragraphenreiterei. Und wenn man im Jugendalter seinen Idealismus, wenn man da eine Selbstständigkeit in der Urteilsbildung, in der Meinungsbildung, in der Lebensplanentscheidung, wenn man die zulässt, dann kann man hoffen, dass dieser Enthusiasmus, dieser Idealismus mitgenommen wird in das Leben als junger Erwachsener. Und dann kann man sich einsetzen, sich engagieren für andere Menschen. Das führt zu dieser praktizierten Nächstenliebe, einer wirklich humanen Solidarität. Und wenn man als ganz, ganz junges Kind nicht genormte und normierende Verhaltensweisen, Spielsachen und dergleichen vorgesetzt bekommen hat, sondern wenn da die Fantasie angeregt wurde und das kleine Kind eine Fantasietätigkeit wirklich entfalten durfte, dann führt es dazu, wenn der Mensch gereift ist, dass dann in ihm so etwas wie eine wirkliche innere Souveränität, Unabhängigkeit, Freiheit sich verwirklichen kann. Also die Ideale der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,
Wie wird daraus mehr als bloß Phrase? Das hatte Rudolf Steiner dargestellt in Dornach und sich dann auf den Weg gemacht nach Stuttgart und in Freiburg Zwischenhalt gemacht und dort einen Vortrag gehalten, dessen Titel zumindest bekannt ist. Er ist nicht in der Gesamtausgabe erschienen. Die Notwendigkeit übersinnlicher Erfahrung für das soziale Verständnis. Bitte sehen Sie dieses Grunderlebnis aus dem ersten Mysteriendrama. Die Notwendigkeit übersinnlicher Erfahrung. Wie soll man einen Menschen darstellen, wenn man nicht sein geistiges, übersinnliches Wesen erfahren hat? Die Notwendigkeit übersinnlicher Erfahrung für das soziale Verständnis. Dieser Vortrag wird in Freiburg gehalten. Rudolf Steiner lernt die Familie Wolfhügel gründlich kennen, weil er da übernachtet mit Marie Steiner zusammen. Und er begegnet den Kindern Wolfhügel durch eine berühmt gewordene Szene. Die sind nämlich gerade intensiv, leidenschaftlich beschäftigt mit einer Kissenschlacht. Und die Legende berichtet, Rudolf Steiner hätte sich gleich lustvoll daran beteiligt. Also es wurde ein herzliches Verhältnis von Anfang an hergestellt. Und dann fand Rudolf Steiner etwas in Max Wolfhügels Schatzkammer, nämlich ein Holzspielzeug, das er aus der russischen Gefangenschaft mitgebracht hatte. Sie kennen das in Variationen. Da können sägende Holzarbeiter zusammen bewegt werden, da können schmiedende Schmiede bewegt werden, da können Zwerge bewegt werden, alles Mögliche. Bewegliches Holzspielzeug. Und Rudolf Steiner kommentierte das damit, sehen Sie, so etwas will ich ja gerade. Ja, und dann fuhr er weiter nach Stuttgart, die Schule wurde gegründet. Und die nächste Station, die nächste bedeutende Station ist dann eine Konferenz hier in der Schule am 30. Juli 1920. Da wird ein Lehrer entlassen. Das ist Gott sei Dank nicht oft vorgekommen. Aber Rudolf Steiner hat das so entschieden kommentiert, dass, also da waren offenbar nicht alle Lehrer gleich davon begeistert oder überzeugt, dass das nun sein musste, so eine harte Entscheidung. Aber es waren offenbar im Unterricht eine Reihe von Versäumnissen vorgekommen, es waren Dinge schiefgegangen. Der Lehrer hatte sich mit bestimmten Grundlagen der Pädagogik nicht weiter verbunden. Und schließlich äußerte Rudolf Steiner dann, es musste ja weitergehen, für den Handfertigkeitsunterricht würde ich vorschlagen, dass mit Wolfhügel verhandelt wird, um zu sehen, ob er will. Ich glaube tatsächlich, dass der Wolfhügel sich eignen könnte. Das wäre glänzend. Er ist Maler und arbeitet in einer Möbelschreinerei. Das wäre ausgezeichnet. Jetzt muss man nur wissen, wer von den neu zu Berufenden in die Konferenz kommt. Wolfhügel käme selbstverständlich für die Konferenz in Betracht. Also Rudolf Steiner hat offensichtlich ungeheuer viel von diesem Menschen gehalten. Aber er war sich nicht sicher, ob der wirklich kommen würde. Und wie hat Wolfhügel das dann wahrgenommen? Im Sommer traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Anfrage von Rudolf Steiner und dem Kollegium, ob ich den praktisch-künstlerischen Unterrichtsaufbau an der ein Jahr zuvor gegründeten Freien Waldorfschule übernehmen wollte. Das war für mich abermals eine große Entscheidung, da ich aus eigener schlimmer Schulerfahrung nie im Entferntesten daran gedacht hatte, je wieder mit dieser Atmosphäre in Berührung zu kommen. 8 Tage besann ich mich. Also stellen Sie sich das mal vor. Es werden ja einige Waldorflehrer hier anwesend sein. Rudolf Steiner käme zur Tür herein und würde Sie direkt auffordern, ach, Frau Schmidt, das wäre doch nett, wenn Sie Lehrerin würden. Meine Güte, wie lange Sie wohl brauchen würden, um hier aus dem Saal zu verschwinden. Also, 8 Tage besann ich mich.
Es musste schon der gute Kommerzienrat Emil Mold bei seinem Nachtaufenthalt in Freiburg auf der Fahrt von Dornach nach Stuttgart mich aus dem Bett telefonieren, zu einem Gespräch im Zähringer Hof, um seinerseits mir in aller Freiheit die Annahme dieses seltenen Angebots noch einmal mündlich vorzuschlagen. Auf mein Ja hatte vom ersten Augenblick an meine gute, wackere Lebensgefährtin gewartet. Sie wusste mit Rudolf Steiner und Emil Bold besser um mich und meine Lebensmöglichkeiten Bescheid. So wurde ich nach reiflichen Bedenken am 7. September 1920 Werklehrer an der Stuttgarter Mutterschule. Also in dem kleinen Abschnitt liegt so viel. Meine gute, wackere Lebensgefährtin, nicht? Diese, die mit dem Kinn, die mit den drahtigen Haaren, mit dem so erfüllten Gesicht von Lebenserfahrung und Entschiedenheit, von der berichtet wird, dass sie immer sehr treffende und dann auch von ihr energisch vertretene Urteile gehabt habe. Sie wusste um mich und meine Lebensmöglichkeiten Bescheid. Max Wolfhügel, Anna Wolfhügel, Max Wolfkügel, Hans Strauß. Das sind zwei von diesen Lebensgefährten, die um ihn Bescheid wissen und ihm zur Seite stehen. Jetzt habe ich ein Bild aus dieser frühen Zeit. Hier ein Ausschnitt, eine Klasse steht da mit einer Reihe von Lehrern. Also in der zweiten Reihe von unten oder von oben können wir uns aussuchen. In der zweiten Reihe sehen wir links den Kensee. Walter Johannes Stein. Sie müssen nur gucken, wie jemand dasteht wie ein Stier. Dann wissen Sie, das ist Walter Johannes Stein. Und daneben ein Mann, den man aus älteren Jahrgängen dann meistens nicht mehr mit diesem feschen Bart kennt. Das ist Karl Stockmeier, einer der Gründungslehrer, der beiden Gründungslehrer, der eben mit Stein zusammen abwechselnd Klassenlehrer war in der 7. Klasse, 8. Klasse und der nebenbei die Schulverwaltung geführt hat in der alten Schule. Und dann geht der Blick über eine Mitschülerin vermutlich weiter nach rechts, wo das einzige männliche Wesen steht, das nicht irgendwie wie in einer irgendwie Managerkarriere oder Beamtenlaufbahn oder irgendwas Ordentlichen zurechtgemacht ist. Das ist Max Wolfhügel mit diesem offenen weißen Kragen, der Künstler, und daneben steht Rudolf Streichler. Und dann sieht man die Klasse und man sieht, ja, das ist eine Waldorfschulklasse, wo es einen Überhang von Jungs gibt. Ich glaube, das Verhältnis ist 8:5, Jungen zu Mädchen sozusagen. Und dann gibt es ein Bild, das ist dann später. Und da sieht man eben ein Teil des Münchner Trios zusammen. Max Wolfhügel in der Mitte sich vorbeugend, rechts daneben von vorn in der ersten Reihe Fritz Bodner und Anna Wolfhügel, erkennen Sie die auch? Also die Kenner würden sagen, ich erkenne Bertha Mold, denn sie hat das Kleid an, in dem sie so häufig fotografiert wurde, nur ihr Kopf ist nicht mit abgebildet, also hinter Wolfhügel, aber sehen Sie links neben Wolfhügel, etwas höher, die junge Anna Wolfhügel. Anna Wolfhügel war selbst eine gelehrige Eurythmie-Schülerin geworden von Alice Fels. Und Rudolf Steiner bat sie, aber
machen Sie die Ausbildung zur Arrhythmielehrerin nicht, bevor Ihr jüngstes Kind nicht 7 Jahre alt ist. Und dieses Kind haben wir schon gesehen auf einem Foto. Das war dieses jüngste Kind, das da in Freiburg noch war. Und hier ist jetzt Wollfügel, wirklich der Wollfügel, den manche von Ihnen, wie ich weiß, auch selbst als Lehrer noch erlebt haben. Und der insofern ein unvergleichlicher Waldorflehrer war, weil er tatsächlich, er hatte ja an dem Einführungskurs Rudolf Steiners nicht teilgenommen 1919. Also er hat nicht die allgemeine Menschenkunde gehört, nicht die methodisch-didaktischen Vorträge, nicht die Seminarübung mitgemacht, sondern er hat jetzt diesen neuen Unterricht, den handwerklich-künstlerischen Unterricht, den hat er eingeführt in die Schule. Und das würde er niemals so herausstreichen, wie ich es jetzt gerade tue, weil er dafür viel zu bescheiden war. Aber das ist so vor sich gegangen, dass er zum Beispiel gehört hat, nachdem er Unterricht gegeben hatte eine Zeit lang, dass Schüler sich unterhielten und sagen, warum arbeiten wir eigentlich nicht mal mit Ton, also plastizieren. Und dann hat Wollfügel das aufgegriffen. Das ist schon eine unglaublich schöne Eigenschaft. Man hört etwas, was Schüler sagen, und hört es und besinnt es und überzeugt sich davon, das könnte ein schöner, sinnvoller Ansatz sein, und tut es. Und er hat dann eben tatsächlich diesen Unterricht begonnen und allererste Aufgaben, das hat er immer getan, hat er Rudolf Steiner gezeigt. Und Rudolf Steiner zeigte sich davon begeistert und sagte, ja, machen Sie das weiter, das ist wunderbar. So ist das Plastizieren in die Waldorfschule gekommen. Also nicht ein Vorschlag, den Rudolf Steiner gemacht hat und den andere dann durch ihre Tätigkeit bestätigt haben, sondern es war Platz für Erfindung. Und dieser Max Wollfügel hat sie aufgegriffen. Und er hat durch diese Schultätigkeit, hat er auch zu seinem Künstlertum zurückgefunden. Er wurde als Künstler wieder tätig. Ich möchte Ihnen zunächst eben diesen zweiten besten Freund zeigen, neben Anna Wollfügel, Hans Strauß. Nicht? Und da sehen Sie in allem auch dieses, die Lebenserfahrung, die da in das Gesicht eingegraben ist, die Entschiedenheit, das zu etwas stehen, die Ernsthaftigkeit. Und es war dann so, dass Wollfügel ja auch gerade diese Kunst des beweglichen Spielzeugs so unglaublich entwickelt hat. Und wie geschah das? Wieder so, dass er die Schüler anregte, im Werkunterricht dazu, außer den Schreinereidingen, die er auch gemacht hat, Kommoden bauen und so weiter und so fort, hat er sie angeregt, Erfindungen zu machen zu beweglichem Spielzeug. Ich hätte Ihnen so gerne ein ganzes Arsenal hier mitgebracht und vorgeführt, aber diese Kostbarkeiten, die sind inzwischen aufgesogen und ja, irgendwie vergangen. Aber er hat eben Dinge gemacht, also zum Beispiel eine watschelnde Entenmutter. Und dabei hat er eine Erfindung gemacht, dass die hinterhergezogen werden konnte oder an einem Stab vorangeschoben werden konnte. Und wenn man der Entenmutter zusieht, dann sieht man, wie die tatsächlich so einen schaukelnden Gang hat. Und das ist durch eine ganz einfache, aber feinsinnige Mechanik erreicht worden. Sie lief an Rädern, da sind große Entenleder-Watschelfüße daran montiert worden, an diese Räder. Und zwar so eben im Abstand, dass dieser schaukelnde Gang so eintrat von der Entenmutter. Und dann eben noch so beweglich, dass es auch ein bisschen eben hin und her schaukelte. Und davon unzählige Beispiele. Und dann etwas leider verschwunden. Es wurde eine Waldorf-Spielzeugfabrik gegründet und betrieben. Und in dieser Waldorf-Spielzeugfabrik, da haben Menschen also jetzt diese Ideen, Erfindungen der Schüler aufgegriffen und umgesetzt in Produktion. Aber so, dass nicht alles gleich aussah. Also wenn man heute
sucht anthroposophisches Spielzeug oder Waldorfspielzeug, dann begegnet man meistens irgendwelchen Figuren, die schön sind. Aber das Bewegliche haben sie nicht. Also so, dass dabei ein Spiel geradezu angeregt wird damit, sondern es ist etwas, was man hinstellen kann. Im Grunde bleibt es immer Dekoration. Das ist ein kritisches Wort, ein bisschen harsch. Aber ich glaube, es ist notwendig, wenn man Wolfhügel würdigen will, dass man sieht, dass da alles ins Künstlerische hineingeht. Und dass es so ist, dass die Fantasie von Schülern, von Kindern damit wirklich geweckt wurde. Ein Genie in dieser Hinsicht. Am Ende seines Lebens, ich muss Ihnen noch einige weitere Bilder zeigen, ein Bild von Fritz Bodmer, auch so in den, das ist schon in den Ende der 20er Jahre. Die Schüler haben Fritz Bodmer ja unglaublich verehrt. Und vielleicht sieht man das, es ist eine sehr aufrechte Gestalt gewesen, vollkommen beherrscht in ihrer Beweglichkeit. Bodmer war ja auch einer von denen, die so erfinderisch geworden sind, indem er eben ein Turnen entwickelt hat, eine Gymnastik entwickelt hat, wo Rudolf Steiner nur einige Anweisungen gegeben hat, aber nichts direkt vorgemacht oder vorgeschrieben. Bodmer hat das entwickelt zu etwas, was heute unter Bodmer-Gymnastik weltweit aufgegriffen wird. Und hier kommt jetzt als nächstes eine dieser plastischen Arbeiten. Das ist die Arbeit einer Schülerin, die sich monatelang darum bemüht hat, eben um solch ein Frauenantlitz. Es ist ein Foto aus uralter Zeit, das eben nicht so glänzend technisch ist, wie man heute Fotos gerne hätte, sondern teilweise habe ich das aus alten Zeitschriften heraus kopieren müssen. Und dann sind die Aufnahmen eben nicht sehr viel besser. Und hier eine Arbeit von einem Schüler. Und da ist die Vorgeschichte, dass dieser Schüler eine männliche Figur plastizieren wollte. Und zwar hatte ihm ganz offensichtlich ein Redner großen Eindruck gemacht bei einem Vortrag. Und jetzt hat er sich versucht, eben dieses Thema des Redners vorzunehmen und das zum Ausdruck zu bringen. Das sind Oberstufenarbeiten, also in den höheren Schuljahren. Und dann muss erwähnt werden, dass Max Wolfhügel nicht als großer Künstler angefangen ist, obwohl Rudolf Steiner ja darauf den Blick gelenkt hatte, also für den Handfertigkeitsunterricht, Werkunterricht, künstlerischer Unterricht, sondern er musste zunächst mal, es war ja noch gar nicht so viel Unterricht zu erteilen, die oberste Klasse war gerade 9. Klasse geworden, also da ging es mit der Oberstufe überhaupt erst los, und deshalb wurde er zunächst mal Gartenbaulehrer. Und er hatte ja eine liebe Frau, wie wir inzwischen wissen. Und deshalb musste er den Gartenbauunterricht nicht alleine geben, sondern der große Max Wolfhügel wurde Gartenbaulehrer mit Hilfe seiner Frau Anna. Er hat das gemacht, bis dann Gartenfachleute hereinkam ins Kollegium und das weitergeführt haben. Aber es gab dann ein zweites Unterrichtsgebiet, was eine außerordentliche Auszeichnung bedeutete, wenn Rudolf Steiner dazu einen Lehrer berief, das war Religionsunterricht. Und zwar nicht ein konfessioneller Religionsunterricht, sondern der sogenannte anthroposophische, den Ausdruck hat Rudolf Steiner selbst häufig verwendet, oder freie Unterricht, oder wie er später dann oft auch genannt wurde, damit man ja nicht irgendwo aneckt, der freie christliche Religionsunterricht. Und Rudolf Steiner hat wirklich allerbeste Pädagogen, hat er nicht zugelassen, die große Caroline von Heidebrand. Nein, ich hätte sie schon längst genommen, wenn sie nicht so eine Piepsstimme hätten.
war der Grund in der Konferenz, warum er sagte, das geht nicht, weil sie dann nicht die entsprechenden Feiern halten können in der Schule, die religiösen Feiern. Also Max Wollfügel wurde dazu. Und typisch Max Wollfügel, er sagte, das habe ich gar nicht gut gekonnt, denn ich konnte nicht gut reden. Und irgendwann aber habe ich die Idee gehabt, einen Weg zu finden, wie ich den Religionsunterricht ergreifen konnte. Und zwar hat er Szenen erzählt, den Schülern, aus dem Evangelium. Und dann hat er sich an die Tafel gestellt und hat diese Szenen selbst gemalt. Und in der folgenden Stunde, nicht in derselben, in der folgenden Stunde durften die Schüler dann diese Szene auch malen. Also eine sehr gründliche Methode. Einmal erzählen, er findet, ich bin kein so guter Erzähler, also versuche ich ein Bild zu erwecken von dieser Szene. Und jetzt wird die aber nicht einfach kopiert, sondern in der nächsten Stunde, nachdem die Schüler ein oder mehrere Male geschlafen haben, wird sie dann gezeichnet aus dem inneren Erleben der Schüler heraus. Also etwas wird Originalerlebnis und kann als solches gestaltet werden. Und wir schauen uns noch einige solcher Tafelzeichnungen an. Das Geheimnis ist, dass die Kollegen, die Eltern aufmerksam wurden darauf, was Max Wollfügel da produzierte. Und sie legten dann Wert darauf, dass das nicht einfach dem nassen Schwamm zum Opfer fällt, sondern sie spannten dann schwarzen Karton auf und Wollfügel zeichnete auf schwarzen Karton und dann konnte das aufbewahrt werden. Also die Samariterin am Brunnen, das ist diese Szene. Dann ein anderes Bild, die Bergpredigt. Ein weiteres Bild, und auf diesen Bildern sieht man, dass Wollfügel auch nicht versessen darauf war, möglichst originell und einzigartig und noch nie dagewesene Darstellungen zu geben, sondern er hat sich an alten Meistern auch orientiert. Hier, das ist die Szene im Garten Gethsemane, wo diese Zwiesprache stattfindet mit dem Vater, wo diese rätselhaften Worte gesprochen werden, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, was in der Regel so interpretiert wird, auch der Christus hatte Todesangst und wollte, dass ihm das erspart bleibt. Und Rudolf Steiner darauf hinwies, nein, es geht nicht um die Sorge um ihn selbst, sondern es geht um die Sorge, dass das ganze Opfer, das mit der Inkarnation eines hohen Geistwesens verbunden ist, dass das umsonst sein könnte, wenn es nicht dieses Opfer seine volle Erfüllung finden würde in der Kreuzigung. Also das dargestellt und diese Orientierung an alten Meistern, das ist hier wohl deutlicher zu sehen, obwohl das schon sehr individualisiert ist von Wollfügel. Man sieht die Grablegung, man sieht die drei Kreuze von Golgatha, man sieht, wie sich da der Geisthimmel öffnet und darauf leuchtet. Und auf diesem Bild sieht man eben ganz besonders stark auch die Verbindung zu Grünewald und dem Isenheimer Altar. Die Auferstehung aus dem Grabe, die Soldaten, die niederstürzen und das alles in Tafelzeichnung, in einer, man muss sagen, ja vollkommenen Weise. Und zwar in einer sehr bildhaften Weise. Also einer bildhaften Weise, die ganz im Zweidimensionalen sich bewegt und nicht die Dreidimensionalität, die einen noch viel dramatischeren Eindruck machen könnte, hervorruft, sondern die Dramatik wird hervorgerufen durch die Kontraste
durch die gewählten Farben. Und dann schließlich der Auferstandene. Nochmal, auch diese Beziehung zum Isenheimer Altar, die man da bemerken kann. Und schließlich dann noch weiter voranschreitend der Gang nach Emmaus, wo die Emmaus-Jünger eben bemerken, hellfühlig dafür werden, wer sie da begleitet. Wolf Hügel war noch an etwas anderem beteiligt. Das ist das erste Lesebuch, das insbesondere durch Caroline von Heidebrand geschaffen worden ist und wofür die Umschlagzeichnung, das ist hier die Umschlagzeichnung der Erstausgabe, also wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf und Sie haben 100 Euro übrig, dann könnten Sie in die Bücherei hier gehen und könnten dieses einzigartige Exemplar erwerben. Das ist da gerade vorhanden, eben ein Original aus der Zeit. Dann etwas, was Wolf Hügel sehr häufig dargestellt hat, eine Michael-Darstellung. Michael, dann dahinter diese hellere Geistgestalt, Michael als Diener des Christus, den Drachen bezwingend. Ja, und nun noch ein gewisser Sprung, ein überraschender Sprung, der aber zeigt, dass Wolf Hügel auch vielseitig geblieben ist. Eine Radierung von 1936, die Woge, also wo er sich auseinandersetzt mit der Bewegung, Bewegung darzustellen, die von Rudolf Steiner angeregte Schraffurtechnik nicht sklavisch zu verwenden, in einer bestimmten Richtungsgebung zum Beispiel, sondern so zu verwenden, dass sie für das Motiv passend ist. Und dann kommt schließlich das künstlerische Werk seiner letzten Lebenszeit. Zu der letzten Lebenszeit gehört, dass Max Wolf Hügel 1955 in Pension ging, denn seine Frau hatte einen schweren Schlaganfall gehabt, der sie lähmte, stark lähmte, der es ihr vollkommen unmöglich machte zu sprechen und wo sie nicht schreiben konnte, sondern nur Hauptworte schreiben konnte, also außerordentlich beschränkt war. Und er wollte sie pflegen. Deshalb ist er sozusagen außer Dienst gegangen. Aber noch kurz vorher, nur 2 Jahre vorher, hatte er eine große Englandreise gemacht, wohin er eingeladen worden war von den dortigen Schulen, um die Schulen zu beraten für den künstlerischen, bildnerisch-künstlerischen Unterricht. Und da hatte ihn Anna Wolf Hügel begleitet als Dolmetscherin, als Reisegefährtin. Also unglaublich tüchtig. Und wenn nicht Johannes Tautz sich darum gekümmert hätte, dieses Leben vollständig zu schildern, gerade von Anna Wolf Hügel, dann wüssten wir nicht, dass sie den Tod Max Wolf Hügels erlebt hat und überlebt hat, 1963. Und dass sie 1965 aus eigenem Entschluss, 2,5 Jahre nach seinem Tod, ins Altersheim gegangen ist und dass sie dort immerwährend tätig gewesen ist. Sie hätte sogar kleine Gobelins geschaffen. Er ist der Einzige, der davon berichtet hat. Also diese rätselhafte Erscheinung, unglaublich tätig, ihn noch begleitend bis nach England, sodass er von seinem Lebenswerk berichten kann, dann dieser Schlaganfall und sich aber so weit davon erholend, dass sie selbstständige Entscheidungen für sich treffen kann, ins Altersheim geht, sie die Zeit ihres Lebens für ein sehr gepflegtes Heim gesorgt hat,
die das erste Haus, das dann im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, selbst entworfen hatte und die Farbgebung veranlasst hatte, das berühmt war, aufgesucht wurde, ein Hort der Gastfreundlichkeit gewesen ist für das Lehrerkollegium, für einen weiteren Freundeskreis. Also sie verbringt diesen Lebensabend, bis sie schließlich 92-jährig stirbt, im Altersheim. Und Max Wolfhügel hat in den 50er Jahren eine Broschüre verfasst, die trägt den Titel Bekenntnisse. Und das soll jetzt abrunden, den Beginn dieses Abends mit dem Blick auf sein Antlitz, mit der Charakterstudie, mit dem Verfolg verschiedener Motive seines Lebens. Also wie er, der Zarte, die robusten Lebensfreunde und Partner sucht und findet. Und wie daraus etwas wird, was eben sein Lebenswerk schließlich werden kann. In diesen Bekenntnissen, wie er das nennt, fasst er thesenartig zusammen seine Auffassung vom Künstlerischen, dem heute zeitgemäßen Künstlerischen. Für die Bewusstseinsseelenentwicklung ist in der Kunst ein besonderes, empfindsam klares Begreifen notwendig. Wir können bemerken, wie da Polaritäten zusammengebracht werden, Ausgleich gesucht wird. Ein besonderes, empfindsam klares. Bei den meisten Menschen ist die Empfindung etwas ganz Verschwommenes, was ihnen nicht deutlich wird, in welche Stimmung sie da gerade geraten. Ein besonderes, empfindsam klares Begreifen. Begreifen heißt nun wirklich tiefes Verstehen. Also Verstehen und Empfindung müssen nicht Gegensätze bleiben. Max Wolfhügel. Dann, das wahre Wesen reiner Fantasie wird unterschätzt. Reine Fantasie berührt die übersinnlichen Reiche stärker als Spekulation und Neuigkeitswahn. Rudolf Steiners Kunstimpuls ist noch nicht voll aufgefasst, verstanden und entwickelt worden. Also was vorher vielleicht in dem vorherigen Satz so ein bisschen kulturkritisch klang und konservativ, Spekulation und Neuigkeitswahn, das wird jetzt hier in eine totale Progressivität gewandelt. Rudolf Steiners Kunstimpuls ist noch nicht voll aufgefasst, verstanden und entwickelt worden. Wo ein ablesbares Eingehen auf Rudolf Steiners Intentionen vorliegt, begegnet man oft unfreier Nachahmung des von ihm gegebenen im äußeren Handhaben der technischen Mittel. Damit aber sind keine frei selbstständigen künstlerischen Taten zu erreichen. Das ist nun wirklich sehr kritisch. Also, wo ist Rudolf Steiners Kunstimpuls, der eben gerade das frei selbstständige künstlerische Tun befördern will? Dann allgemeiner wieder. Wohl bezeugt das heutige Streben den Weg zum Geist hin, gleitet jedoch zumeist vor dem Ziel in die Materialisation ab. Also Materie, materielle Formung statt geistiger Erfahrung. Weltenmächte verschiedener Art und bemerkenswerten Grades fahren in das Werken hinein und lassen den Schaffenden nicht los. Er wird sich nicht voll bewusst, welche Hintergründigkeit oft verwirrend hereinwirkt und ihn bis zur Dämonie vorwärts treibt. Also dieser Max Wolfhügel, der sich um empfindsames, klares Begreifen bemüht hat,
analysiert deutlich die mögliche Besessenheit, die einen Künstler ergreifen können. Und jetzt kommt es als ein sehr, sehr klares Selbstbekenntnis. Es ist mir unsympathisch, wenn ich vom anthroposophischen Maler, Bildhauer und so weiter sprechen höre oder mich als solch weltanschaulich abgestempelten Künstler angesehen erlebe. Kunst ist kein Weltanschauungsprodukt. Tritt sie als solches auf, dann erleben wir anthroposophische Zyklenmalerei als ihr verkitschtes Ergebnis. Also das ist nun sehr scharf. Man soll all die großartigen geisteswissenschaftlichen Forschungsresultate als im Stillen nicht hoch genug zu schätzenden Quell dankbar und ehrfürchtig verehren. Die Substanzkräfte aber müssen frei bleiben und in der Lebens- und Schicksalskonstellation des Einzelnen verantwortungsvoll, selbstständig und tätig angewandt werden. Und ich möchte schließen mit einer letzten Bemerkung, die er getan hat. Was mich persönlich immer stark beeindruckt und wesenhaft angeregt hat, ist Straders Ausruf vor Thomasius Bildnis des Capesius. Die Leinwand, ich möchte sie durchstoßen, zu finden, was ich suchen soll. Wo fasse ich, was dieses Bild in meine Seele strahlt? Wolfhügel hat davon berichtet, dass es ihm unglaubliche Mühe gemacht habe, von der Ölmalerei zum Wasserfarbenmalen zu kommen. Und er hat das nicht versucht, nur zu erlernen, als Lehrer der Kindern diese Art des Malens beibringt, sondern er hat versucht, das als Künstler zu realisieren. Und er hat das versucht, indem er Menschen porträtiert hat. Also, Beispiel Thomasius. Und da gibt es einmal eine Reihe von Bildnissen, die er angefertigt hat von Rudolf Steiner. Dann von Novalis. Dann eine Christusdarstellung, mit der er sich sehr beschäftigt hat als Religionslehrer wiederum. Eine weitere Christusdarstellung. Er ist auch gebeten worden um Altarmalereien und hat deshalb auch solche Studien gemacht. Und hier ist das, wovon ich Ihnen erzählt habe, diese Bekenntnisse. Links können Sie seine Handschrift sehen und rechts ist der Text etwas leichter zu entziffern. Und das Bekenntnis eben dazu, also ich bin jetzt ganz unten schon, ein zugrunde liegendes, eifriges Studium durch 7 Jahre hindurch, wo er vor allem den alten Meistern, also da ist man wieder geneigt zu sagen, aha, die alten Meister, es geht bis zur Renaissance. Aber nein, es geht ja weiter. Den Großen der nicht abstrakten Moderne, das heißt, es geht bis zum Expressionismus und dem impulsierenden Lebenswerke Rudolf Steiners verdanke. Das sind seine sozusagen Orientierungspunkte, zu denen er sich bekennt und von denen er gerne zeugen möchte. Und ich glaube, das letzte Bild wird sie auch noch mal an den Anfang führen. Da hat er ein Selbstbildnis versucht. Und dieses Selbstbildnis, das ist nach 2 Fotografien angefertigt worden. Also eine, die er von vorn hatte und eine im Relief, sozusagen in der Seitenansicht. Und dass eben seine Physiognomie
doch in einer erstaunlichen Umfänglichkeit und Differenziertheit zeigt, nicht wahr? Also Wasserfarbenmalerei, die so leicht einfach sich verschleiern kann und nicht greifbar wird und hier aber doch sehr viel Charakteristisches dargestellt ist. Eine Kommentatorin hat hingewiesen, etwas Gemeinsames dieser Bildnisse, dieser letzten Bildnisse, bestünde darin, dass die Augen so eindrucksvoll seien. Und wenn wir uns die jetzt nochmal rückwärts anschauen würden, bei allen vorher gezeigten Bildern waren die Augen immer braune Augen, jetzt seine eigenen Augen blau, dann sehen wir, die sind tatsächlich sehr, sehr stark. Also diese Sehorgane, diese Lichtorgane, die versuchen eben zum Wesentlichen hindurchzudringen, über das bloß Äußerliche, Anschauliche hindurch. Und wenn wir vor diesem Leben und diesem Lebenswerk stehen, dann kommt es mir so vor, als ob es gar nicht so sehr darauf ankäme, wie schön der Einzelne das nun findet, ganz persönlich sozusagen, ob es ihm gefällt oder nicht, sondern dass wir ihn zu würdigen verstehen, wenn wir dem entnehmen, wohin sein Streben ging. Und ich glaube, das ist sehr deutlich zu erfahren, auch an diesen Bildern. Er hat von einer Reihe auch verstorbener Kollegen solche Bilder gemalt. Also gerade dieses Erfassen eines Wesenhaften über das Äußerliche und Materielle hinaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch.